Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testverlieros. Wir sind hier wieder am Start für euch und setzen unsere Leber hier aufs Spiel. Was gibt es denn heute zu testen, Krasset? Heute gibt es Altenburger Hell. Altenburger Hell, was steht denn da drauf? Da stand da irgendwas Verrücktes drauf. Mildes Lagerbier. Bevor wir dann Altenburger kommen. Braukunst seit 1871. Was hatten wir letztes Video? Warte mal kurz. Erlesenes Malz und milder Hopfen, gleich helle Leidenschaft. Altenburger, was denn sonst? Ach, ja, warte. World Beer Award Germany Winner 2020. Schon ein bisschen her, ein alter Gewinner. Braukunst seit 18, da bin ich doch mal gespannt. Altenburger. Im letzten Video gab es jetzt total geile grüne Laikheim Landbier. Könnt ihr euch unbedingt mal ankicken, das Video. Nicht verpassen, unbedingt kicken. Ist hier verlinkt. Lagerbier. Zutaten: Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Altenburg, Deutschland, Germania. Altenburger. Hell, ja. Elbe-Saale-Hopfen. Oh ja, der soll ja ganz besonders süß sein. 4,9%. Prognose? Komm, Prognose, Silber. Nicht durch die Hose. Ist Silber. Schon silbern. Machen wir Silber draus. Ich sag Gold. Echt? Bestimmt nur wegen dem World Beer Award. Oh Gott, auspacken oder wegpacken? Also, erstmal hat es ein Emblem hier drauf. Das blau-weiße, ja, das sieht okay aus, ist schon okay. Das ist Silber, die, ne? Flasche ist schon, ja, ist Silber. Mhm. Richtig, Silber, blau. Die Flasche hellblau. Ist extra eine Altenburger Pulle, Tatsache hier. Genau. Ist ein Emblem oben. Ja, sieht schon gut so aus, also 3 Punkte würde ich schon geben. Warum nicht 4? Ich frage nur für einen Freund. Naja, das ist jetzt nicht so, da fehlt mir hier noch ein bisschen was. So ein bisschen so, ich schnörke so, das urische, altertümliche zum Beispiel, so ein bisschen extra. Das ist so. Gut, 3 Punkte. Augensucht oder Augenflucht? Das werden wir gleich sehen. Kipp in. Rupuff, kipp in. Die sind in letzter Zeit nicht so. Du hast so, aber auch echt nie drauf einfach. Nicht so knallig. Ich glaube, das letzte, was geknallt hat, war das Mönchshof. War das schon offen, sag mal? Nee. Nein. Na gut. So, nein, willst du jetzt. Achso, ja, diesmal trinke ich aus dem Glas, ja. Gut. Glück, Glück, Glück. Okay. Was heißt hier okay? Boah, das sieht schon gut aus, ha? Also, das hat schon wirklich schöne Farbe. Schön Schaum. Kohlensäure drin. Also ich muss sagen, das hat schon seine 4 von 4 verdient. Oder was sagst du? Ja, auf jeden Fall. 4 von 4. 4 Punkte. Optik des Getränks. Wunderschön, ja. Ja. Gibt's nichts zu meckern. Sehr gut. Ja. Kannst du vor einen Schluck nehmen? Oh, mal gucken. Prost. Prost. Willst du mir mal einen grüßen? Mhm. Prost. Papi. Hm. Jetzt kommt das Malz, dann kommt der Hopfen, wa? Oh ja. Also ich habe erst mal gleich von Anfang an das Malz geschmeckt. Kurz danach kam der Hopfen. Dann kam die Säure, Kohlensäure, dann das Wasser. Hm. Also
Das ist ja am rechten Malz betont, ne? Malz und Topfen. Ich finde das voll lecker, ist mild. Ich habe das so noch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, jetzt gut. Kommt die Säure. Ach, also Säure. Ja, doch, an den Seiten. Ja, ja. Also das hat wirklich. Aber von Apfel so mäßiger Säure. Nicht so Birne, sondern mehr Apfel. 12 Punkte oder halt? Orange, Mann. Ach so, Orange. Ja, nee, stimmt nicht. Zitrone. Ach so. Boah, da muss ich mal überlegen. Gut. Solange du nur überlegst, ob das Bier jetzt hinten schmeckt oder mal. Nicht. Was hast du denn für einen Geschmack in dem Glas? Kommt lecker. Ja mehr das Malzige oder mehr der Hopfen oder wie ist das da? Das ist alles lecker. Hopfen schmeckt gar nicht. Nee? So, solange wie du noch überlegst, kann ich ja mal ein paar Bier-News hier rauskloppen. Ja, mach das. Und zwar, wie lagert man Bier richtig? Lagere dein Bier kühl, am besten im Keller. Mhm. Die optimale Temperaturhilfe ist ca. 5 bis 10 Grad Celsius. Du musst jedoch nicht für jede Flasche in den Keller laufen. Für kürzere Zeit kann Bier auch im Kühlschrank gelagert werden. Wichtig ist, dass die Temperatur konstant bleibt. Achte darauf, dass es keine starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Der gute Tropfen. Lagere dein Bier dunkel, also vor Sonne und Licht geschützt. Lagere dein Bier stehend, denn so verringerst du die Oxidationsfläche und die Hefe bleibt beim Ausschenken in der Flasche. Ja. Deswegen macht es auch Sinn, dass die hier oben dünner sind und oben breiter. Wegen der Oxidationsfläche. Ja, vielen Dank an bierentdecker.com für den Beitrag, wie man richtig Bier lagert. Hm. Vielen Dank dafür. So, also schmeckt voll geil. Hast du auch bei Gag gekauft oder was? Ja. Okay. Moment. Oder hast du hier bei der neuen Getränkaufmann Blumenberg war es, glaube ich. Ja, Gag. Hm? Grüße gehen raus. Ah, wir grüßen jetzt. Gag. Genau. Getränkehoffmann Blumenberg. Da gehe ich dann auch mal ab und zu mal einkaufen. In Blumenberg gibt es ein Getränkeland, aber kein Getränkehoffmann. Ah, nein, Getränkeland, entschuldige bitte. Ich habe halt mehrere Orte, wo ich halt mein Bier kaufe. Rico ist überall am Start. Ja, ich bin ein bisschen überarbeitet. Komm, ja, er hat sich schon ein bisschen die Leber auch versaut. Ach, damit komm. Auch die Zunge. So, erst die dritte. So. Gaumen Liebe oder Gaumen Liebe? Wir müssen hier auch das Biertasting-Protokoll ein bisschen voranbringen. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist eins von den Bieren, wo ich hier hinten raufgucke und schmecke genau das, so wie es nacheinander ist. Ich schmecke das Malz, ja, dann kommt der Hopfen. Dann kommt die Kohlensäure und dann kommt das Säure. Die Säure, ne? Ja, die Kohlensäure und die Säure. So. Ach so. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das Ding hat richtig für ein helles, ist das echt kräftig. Mhm. Ja, bin ich schon der Meinung. Gieß dir mal den letzten Schluck in Glas und dann trinken wir aus dem Glas. Ich soll jetzt den Uwe in Glas kippen, ja? Ja, ist jetzt egal. Da ist eh kein Uwe bei. Ah. Das ist gefährlich hier. Ich sag dir, hier fallen irgendwelche Hemden vom Himmel. Das war das letzte Hemd. Tja, das war's dann. So, warten jetzt hier, 13 Punkte. Ja. Spezialpunkte? Ja, ist hier World Beer Award Germany Winner. Ja. Ist schon mal speziell. Die Flasche mit dem Verschluss, das Altenburger. Lütens Bier. Ja. Helle Leidenschaft.
Deutsches Reinheitsgebot. Ja. Malz. Ja. Hopfen. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Na, dann jetzt, das ist genau das, was ich als geschmeckt habe. Uwe? Aber noch nie so intensiv. Nein. Quick-Trip-Faktor? Nein. Musst du einen Witz vorlesen? Kommt ein Mann in eine Bar und bestellt sich ein Bier. Als er bezahlen will, sagt der Gast für 2,60 Euro bitte. Den hatten wir schon. Kommen wir zum, zur Auswertung. Nein. Jetzt lesen wir jetzt vor. Den Peniswitz? Ja, mach doch mal. Unterhalten. Ach, das ist ja Mist. Zwei Penisse? Nein. Ach so. Wieso ist der Mist? Das hört sich auf jeden Fall ein. Ja, unterhalten sich zwei gute Freunde beim Glas Bier. Erzählt der eine, du, ich habe mir letzte Woche einen 500-Euro-Schein auf den Penis tätowieren lassen. Bist du verrückt? Warum das denn? Weißt du, da gibt's drei Gründe. Erstens halte ich mein Geld gerne in der Hand. Zweitens sehe ich gerne, wenn sich mein Vermögen vergrößert. Und drittens verbläst meine Frau gerne mal 500 Euro. Mhm. Aha. Aha. Ah, ja. Pass auf, ah, der ist besser. Was ist 7-Gänge-Menü für Männer? Den hatten wir auch schon. 6 Bier und ein Schnitzel. Eigentlich ein Schnitzel und ein Sixpack Bier, aber ja. Ist doch. 6 Bier und ein Schnitzel. Mann, was denn nun? Was sagt der Mann, wenn seine Frau die Kellertreppe hinunterfällt? Hol mir ein Bier. Mann, das gibt's doch ja nicht. Warum ist das denn hier alt noch drin? Ja, ist denn. Ach nee, ich hab ja hier. Hier ist ein Stift zum Durchstreichen. Der Bauherr möchte wissen, warum die Bauarbeiter im Winter ihre Arbeit unterbrechen. Da antwortet ihm einer: Na, hören Sie mal, bei den Temperaturen platzen uns doch alle Bierflaschen. Ah, naja, das hat er doch recht. Ja, das ist wohl wahr. So, 26 von 30 Punkten. Ich will jetzt keinen schlechten Witz mehr hören, reicht mir. Das ist bescheuert. Warum besitzen so viele Männer einen Bierbauch? Damit der Zwerg zumindest ein Dach über dem Kopf hat. Oh Mann, ey. Ganz verendet, ey. Gut. Okay, kommen wir zum Ergebnis. 26. Schluss der schlechten Witze jetzt hier. 26 von 30 Punkten. Das ist Gold, oder? Ja. Ja, siehst du, sag doch. Alter. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welches es nach Dieben diesen hervorragenden Hopfentrank dürstet. Kongratz. Herzlichen Glückwunsch. Altenburger, und Grüße gehen raus an die Altenburger Brauerei und jeden, der da arbeitet und daran beteiligt ist. Sehr geil. Lecker Bier, vor allem. Also. Bitte, sehr, sehr gut, bitte, sehr komplett. Bitte sponsert uns. So, was gibt's als nächstes? Tja, schauen wir mal. Das war schon richtig gut. Altenburger, hätte ich nie gedacht, ey. Das Ding könnte sogar einer meiner Lieblingsbiere werden. Na, mal schauen. Naja, jetzt bin ich gierig. Jetzt wollen wir was wissen. Alter. Ah, das Altenburger Hell und beim nächsten Mal das Altenburger Premium Pilz. Da eigentlich viel Bock drauf. Konkurrenz aus der gleichen Familie. Unbedingt wieder vorbeikicken, rinschalten. Kicken, liken, teilen, abonnieren. Abonniert unbedingt den Kanal, sonst verpasst ihr hier die ganzen Videos. Kommentieren, Daumen hoch, runter, quer, seitwärts, was weiß ich. Schreibt mal einen Kommentar, dann können wir euch auch grüßen. Genau, falls ihr noch andere Vorschläge habt wegen Biere, von mir aus auch exotische, haut's mal in die Kommentare rein. Wir kümmern uns drum und schütten uns das Zeug rein. Wenn ich, dann kommentiere ich einfach mal, ich hätte ja mal hier diese Strong Foxy getrunken. Was? Ja, da gibt es auch was Starkes von. Okay. So, haut rein, bleibt fein, so muss das sein. Genau. Enrico ist klein. Das stimmt ja nicht. Hat einen kleinen.